Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Ark. Wir sind noch weiter am Sammeln, während irgendwo da hinten unser Dilo rum... liegt? Dilo? Dilo? Da. Ja, wir haben den schon fast zur Hälfte getamed. Wir müssen ihm nachher trotzdem noch mal einen auf den Deckel geben, glaube ich, damit das alles funktioniert. Oh, ich weiß gar nicht, was ich mit dem mache, wenn ich den habe. Wie man den Befehle gibt und so. Das können wir ja hier alles zusammen dann rausfinden. In dieser Folge wahrscheinlich, weil wir tamen ja seit nicht mal 5 Minuten. Da haben wir schon fast zur Hälfte voll. Wobei die Effizienz natürlich nachlässt. Und wohl auch noch weiter nachlassen wird, wenn wir ihm gleich einen voll auch auf den Deckel geben. Weil er ja sonst vorzeitig wach wird. Das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum es heißt... erst aushungern lassen, dann tamen, was ich schon wieder vergessen habe. So ist brav. Immer schön weiter essen. Was hast du denn jetzt noch im Inventar? 14, 6 Stück hat er... 5 Stück hat er schon gegessen, was anderes neben ihm vergammelt. Ihr. Entschuldigung. Ich klatsch den jetzt einfach nochmal, weil... ich habe Angst, dass das nicht klappt. So. Es ist nicht nett, wie man solche Tiere tamet. Es wäre jetzt viel cooler, hätte ich Mörser und Stößel, hätte schon irgendwas, irgendein Narkosemittel, wird wahrscheinlich besser helfen, aber diese Narko-Berries möchte ich einem Fleischfresser nicht geben, weil ich glaube, ein Fleischfresser mag keine Beeren. Also ich bin mir sicher, ein Fleischfresser mag keine Beeren und das würde, glaube ich, die Taming-Effizienz noch schlechter machen, als wenn ich ihm eine auf den Kopf gebe. Mal gucken. Wie läuft's bei dir? Relativ gut, aber du brauchst noch mal ein. Ich würde Narkoberry Samen. Das ist cool. Dann kann man die anpflanzen. Ja, du isst. Ich weiß. Tag 186. Ich bin so cool. Torpor. Ach so. Wie stark der noch bewusstlos ist? Sieht man hier also auch. Aber guck mal, satt ist er auch fast. Aber hier steht nicht bei Taming-Effizienz oder sowas. Nur, dass er noch nicht, dass er noch Luft kriegt. Also Oxygen steht da auch. Also ich habe ihn nicht im Wasser. Jetzt klatsche ich ihm nochmal eine. Ja, ich weiß, du magst das nicht, Mädel. Aber du darfst auch nicht vorzeitig wach werden. Das habe ich bestimmt mein Fleiß verschenkt. Dann darf ich den nochmal kaputt hauen. Dann fange ich wieder bei Null an mit dem Tame, weil ich ihn ja schon wieder brutal zusammengeschlagen habe. Das ist jetzt nichts, worüber Dinos sich freuen. Ich frage mich gerade, wie macht man das beim Triceratops oder beim T-Rex? Ich kann auch einem T-Rex nicht einfach mit der Faust auf die Nase hauen. Ach ja, komm mal runter mit der Nase. Ich muss dir mal kurz einen draufgeben, damit ich dich tamen kann. Ich brauche ein Haus-T-Rex. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was jetzt gleich passiert, aber es könnte funktionieren. Hallo? Hallo, hallo? Kriege ich meinen ersten eigenen Haus-Dino? Level 1. Was? Ich habe mir den dämlichsten da wahrscheinlich ausgesucht, den ich... aber es ist der erste, den ich gefunden habe. Ich brauche noch ein Männchen. Ich brauche 2. Und dann könnt ihr euch vermehren und Eier legen. Ich weiß nicht, funktioniert das in dem Spiel? Das fände... oh, cool. Ein Dilophosaur. We have tamed a Dilo. Mit Text und so. Das sind solche komischen Infoseiten, die man hier kriegt von einem vorherigen Überlebenden, der Mitschriften gemacht hat. Warum sieht meine nicht so cool bunt aus? Totenschädel. Ja, kriegt meine nicht. Aber domesticated. Haben wir noch nicht? Oh, oh, oh. Scheiße. Wie nenne ich den? Nach einem Let's Player, den ich sonst auch gerne gucken. So, hier machen wir mal. So. Tuck. So. Okay. Ins Inventar kann ich jetzt immer noch. Da hat er jetzt erstmal noch Essen drin. Das Gammelfleisch nehme ich dir mal raus. Ich nehme dir auch die Hälfte von dem restlichen Fleisch raus und nur einen. So, hier 4 Happen Fleisch müssen dir reichen. Du levelst auch mit, das finde ich cool. Ich weiß nicht, was du alles tragst. Ich weiß auch nicht, wie ich dir Befehle geben kann. Hold for more options.
Namen ändern, nein. Unclaim, nein. Order, disable following, set aggression to aggressive, nein. Du bist neutral. Nein, du bist passiv. Du machst nur was. So. Cycle aggression to attack your target. Nein, mein Ziel angreifen nicht. Nee, doch. Dann greift er nur das an, was ich auch angreife. Passiv ist, er greift nur an, wenn er angegriffen wird. Neutral ist, oh, so wie ich Lust habe. Und aggressiv ist, ich töte einfach alles, was irgendwo rumläuft. Order disable following? Nee, du sollst mir ja folgen. Kommst du mit? Retro? Moment. Order disable following. Verstehe ich gerade nicht. Kommst du jetzt? Der ist ganz schön schlecht erzogen. Ich will weiter. Los, komm. Enable following. So, ich habe dir jetzt erlaubt, mir zu folgen. Following. Halligalli Level 15. Ja, ich habe meinen eigenen kleinen Hausdino. Ich mag dich. Ich brauche noch einen. Ach, ein. Zwei. Ich finde das cool. Ich bin total begeistert. Ich habe einen eigenen Dino. Oh, ein Dodo. Hey, Retro. Wollen wir einen Dodo tamen? Ich habe doch keinen Dodo getamed. Ich bekomme jetzt einen Tame-Wahn. Mit den beiden anderen Viechern sollten wir vielleicht nicht anfangen, aber ein Haus-Dodo. Wollte sagen, was hast du denn eigentlich für ein. Du greifst an, wenn ich angreife, richtig? Zu neutral. Und dann machen wir passiv. Also du machst jetzt gar nichts. Aggression passiv, genau das wollten wir haben. Da muss es auch Tasten für geben, dass ich mich durchs Menü plagen muss. Ich weiß nicht, was ein Dodo mag, aber ich weiß, dieser Dodo mag es, mein Freund zu sein. Dieser Dodo wird es lieben, mein Freund zu sein. Und dann packe ich ihn einfach zu meiner raptorenverseuchten Hütte. Da kann er seinen Spaß haben. Dodo Level 5. Hey, du musst bewusstlos werden und nicht weglaufen. Hat er mich jetzt gerade angegriffen? Warum ist er tot? Warst du das? Warst du das? Na. Toll, ich tue mir die Hand weh, wenn ich einen toten Dodo haue. Die nächste Frage ist, ich muss den hier ja auch füttern, ne? Toll. Jetzt darf ich zwei Mäuler stopfen. Sehe ich so, dass ich für mich schon immer zu wenig Fleisch habe. Und gegen so einen bist du mir wahrscheinlich keine Hilfe, ne? Da brauche ich einen Rudel von euch. 20, 30 Stück oder so. Aber okay, wir sind weiterhin positiv gestimmt. Ich weiß, da hinten war auch noch mal ein Dodo. Ich glaube, da ist der sogar. Und wenn es auch ein zweiter Dilo ist, ist auch nicht schlimm, den nehme ich auch noch mit. Da ist noch ein Dodo. Ich will den Dodo haben. Oh, da sind gleich zwei. Kann ich mehrere Tiere gleichzeitig mit mir rumführen oder kann ich die anderen immer nur bei der Bude abstellen? Ich habe Angst, dass mein Dings den hier gleich angreift. Ich weiß nicht, wie das gehandhabt wird. Ha! Ein Dodo! Wir füttern den Dodo mit. Ich weiß nicht, was mag der? Er bekommt zwei Narkosebeeren rein und. Die. Tasty can be used to make yellow. So. Okay, die hat er jetzt schon gegessen. Kann ein bisschen dauern. Ich packe da sechs von denen rein und die Amaberry mag er vielleicht nicht so. Mostly in Dense Jungles. Und die Hälfte aller Azul-Berries, die ich habe. Er wird die Narco-Berries wahrscheinlich nicht freiwillig essen.
Oder was meinst du? Ja, du bist schon immer in Level anderthalb. Ich möchte dich nicht gegen den Dodo austauschen. Ich möchte euch beide haben und hab euch beide gleich lieb. Warte. Ist auch ein Weibchen, brauchst dir keine Sorgen machen. Das passt nicht. Ich meine, es ist ein Level 9 Dodo. Mit einer Effizienz von 34. Ich glaube, er mag keine Azul-Berries. Wir nehmen mal die Armer-Berries. Vielleicht steigert das die Rate. Oder mag er vielleicht. Vielleicht mag der ja. Jetzt habe ich die geteilt. Toll. Mejo-Berries. Magst du die? Sieht nicht danach aus. Die Frage ist, warum isst er die Narko-Berries nicht? Darf er dann die anderen Beeren nicht im Inventar haben, damit das funktioniert? Ich muss das also, wenn er so ungefähr hier bei 20 oder so ist, muss ich das mal ausprobieren. Anbei, nebenbei immer das so den Rest im Blick haben. Falls ein Raptor um die Ecke schießt und nicht, dann musst du leider dran glauben, Dodo, du wirst dann die Opfergabe sein. Halb betäubt, aber immerhin satt gegessen. Das läuft heute. Also mal abgesehen von meiner kaputten Bude, wenn ich da nach Hause komme. Aber das läuft. Was will man mehr? So, jetzt versuche ich das mal. Ich nehme euch raus und achte jetzt darauf, ob ihr denn schön ob du jetzt schön die Narko-Berries isst und ob deine Bewusstlosigkeit weiter anhält. Tu mal so, als hättest du Hunger und isst ein paar Narko-Berries. Der Futterbalken geht runter. Das mag ich nicht. Der Futterbalken geht runter, weil er keine Narko-Berries hat, weil er die nicht isst. Finde ich schade. Denn bist du jetzt wach? Das war nicht mein Dodo. Der ist einfach weggelaufen. Mit meinen Beeren. Habe ich Fleisch für dich hier? Warte mal. Hast immer noch vier Fleisch. Hast du keinen Hunger? Noch nicht viel. Vielleicht isst er ja nur, wenn er gerade Lust hat. Ich habe ihm extra Fleisch gegeben. Oder musst du es selber jagen? Dann gebe ich dir den Auftrag, jage was zu fressen. Ich glaube, das geht gar nicht. Also vielleicht nicht auf dem Level. Ich weiß ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass das gehen soll. Aber ich glaube, dafür muss ein Level ein bisschen höher sein. Egal, ich selber habe noch nicht wirklich was zu essen. Ich müsste mal das Feuerchen anschmeißen. Ich habe zwar noch gut Fleisch im Inventar. Ich werde auch nur vier erstmal davon nehmen. Guck mal, Fiber habe ich ganz schön. Ein Holz. Yeah. Und ich werde jetzt mit. Ich habe 100. Wo kommt denn der ganze Fiber her? Fehlt mir noch irgendwas? Handschuhe fehlen mir. Mach ich mal. Ich könnte mir noch ein paar Pfeile herstellen. 1, 2, 3. Ach ne, muss ich eben. Da müsste ich drücken. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich nämlich nur keinen Flint mehr. Das ist ja nicht schlimm. Flint muss ich noch finden. Achso, ich soll das Feuerfeld auch anmachen. Jetzt werde ich mit einer Axt mir einen Baum suchen. Da ist einer. Ich hatte die Axt schon in der Hand. Manchmal bin ich verpeilt. Okay, nicht manchmal, oft, aber ab und zu fällt mir das sogar selber auf. So, ich brauche Holz und Zetsch auch. Und ich brauche noch mehr Holz, dann kann ich mir auch den Bogen herstellen. Dann kann ich Dilo, also den lieben kleinen Retro, warum? Ach, ich habe Retro weiblich genannt. Ich hätte ihn anders nennen sollen. Ist ja ein weiblicher Dilo. Ach, egal. Auf Nahkampf schicken. Und selber außer Ferne mit Pfeilen auf den Gegner schießen. Für den brauche ich noch mehr Holz. Ist nicht schlimm, wollte ich eh holen. Das ist eine doofe Ecke, um Holz zu holen. Und da ist noch ein Dilo. Wie viel Fleisch habe ich denn noch? Habe ich jetzt ausgemacht? Natürlich. 12, 14, da hätten wir, glaube ich, sogar noch Dodos. Ich werde noch ein Stück Fleisch, darauf warte ich jetzt noch. Dann habe ich zwei Happen. Und damit kann ich dann auch erstmal noch den nächsten Dilo für mich gewinnen.
Ich will wissen, ob das geht. Feuer darf wieder anbleiben, wie beim letzten Mal. Und Retro, wir suchen dir einen Freund. Und wenn wir den haben, dann benennen wir dich um und nennen ihn dann Retro, weil das irritiert mich sonst. Nur, es sieht gerade so aus, als würde was Größeres rumlaufen als ein Dino. Und dass der Boden die Sonne so reflektiert, das verstehe ich nicht. Ah, nein, 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 so nicht. So! Komm her, Kleiner! Spuck mich mal kurz an. Hallo? Bist du mal. Noch ein Female. Sonst hätte unser anderer Dilo ja auch noch Fleisch im Inventar. Hallo! Öffnen, ein Fleisch rein. Da, einen guten Hunger. So, und was machen wir beide so lange? Wir suchen. Welches Level hast du eigentlich? Level 8. Wir suchen Dodos. Weil, wenn wir Pech haben, reichen die 14 Stücken Fleisch nicht. Außerdem habe ich auch schon wieder Hunger. So. Gut. Der zweite ist gerade in Arbeit. Ich bedanke mich. Ich will ein Rudel aus Dilos haben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.